Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann. Verehrte Hörerinnen und Hörer des Podcasts Sanctum. Wie Sie wissen, ist die Schar der Seligen und Heiligen international und auf keinen Kontinent begrenzt. So will ich Ihnen heute einen Ordensmann vorstellen, der erst vor kurzem selig gesprochen wurde und hauptsächlich im Libanon verehrt wird. Und zwar nicht nur von katholischen, sondern auch von orthodoxen und evangelischen Christen, ja von Drusen und Muslimen. Durch ein Explosionsunglück im Hafen von Beirut vor 3 Jahren wurde der Libanon in seiner Entwicklung stark zurückgeworfen. Es gibt viele Arbeitslose und Kranke. Der hier vorzustellende Selige tat viel, um das soziale Netz zu stärken, indem er Hospitäler baute und die Kongregation der Kreuzschwestern vom Libanon ins Leben rief. Sie, diese Schwestern, sprechen von ihrem Abuna Jakob, bedeutet schlicht Vater Jakob. Wer ist dieser Selige? Er heißt mit bürgerlichem Namen Khalil Haddad und wurde am 10. Februar 1875 in dem Dorf Gazir geboren. Er war das dritte von 14 Kindern. Die religiöse Erziehung lag hauptsächlich in den Händen der Mutter, die wünschte, dass er Priester werde. Nachdem er mit gutem Erfolg das Gymnasium abgeschlossen hatte, lehrte er zur Unterstützung seiner Familie 17 Jahre lang Arabisch in Alexandria in Ägypten. Dann kehrte er wieder in sein Heimatdorf zurück mit der Absicht, Kapuziner zu werden. Er hatte sie inzwischen kennengelernt, doch sein Vater war zuerst dagegen, weil er meinte, er solle weiterhin einen Beruf ausüben, der Geld bringe für die kinderreiche Familie. Nachdem Khalil des Vaters Widerstand überwunden hatte, trat er am 26. März 1894 ins Noviziat der Kapuziner ein, bekam, wie es damals noch üblich war, einen anderen Namen und wurde nun Jakob von Gazir genannt. Nach dem Philosophie- und Theologiestudium wurde er am 10. November 1901 in Beirut zum Priester geweiht. Was tat er Besonderes? Praktisch sofort nach der Priesterweihe wurde er zum Ökonomen der Mission im ganzen Libanon ernannt. Ihm wurde die Leitung eines Netzes von Missionsschulen anvertraut. Während des Ersten Weltkrieges 1914 bis 18 entfaltete er eine außerordentliche Aktivität, die ihm die größte Bewunderung und Sympathie des Volkes einbrachten, indem er täglich etwa 18.000 Mahlzeiten verteilte, 24 Waisenhäuser eröffnete, wo über 10.000 Jungen und Mädchen handwerkliche Berufe erlernten. Sein großer Helferkreis waren Frauen und Männer im Dritten Orden, den er betreute und für den er in Land und Stadt warb. Er gründete etwa 70 Drittordensgemeinden mit über 8.000 eingeschriebenen Mitgliedern. Noch heute ist der Ordo Franciscanus Secularis im Libanon sehr stark und praktisch eine Vorstufe für viele Berufungen zu Brüdern im Kapuzinerorden oder zu Schwestern in der Heiligkreuz-Kongregation im Libanon. Diese Kongregation hat Pater Jakob von Gazir 1930 gegründet. Die Schwestern sind unter den Armen und Kranken präsent. Sie wirken auch im Hospiz Christus König für alte und kranke Diakone und Priester auf dem Hügel über dem Tal der Könige, wo die Namen großer Eroberer stehen, überragt von einer 12 Meter hohen Christkönigstatue, die Abuna Jakob bauen ließ. Hat er außer den sozialen Werken auch etwas für den Dialog der Religionen getan? Da er seinen Glauben schätzte und dafür dankbar war,
wünschte er sehr, dass sich Muslime zum christlichen Glauben bekehrten. Er wusste aber, wie schwer und selten das ist. Doch wollte er wenigstens die Voraussetzungen schaffen. Darum eröffnete er in den Dörfern im gebirgigen Libanon 163 Schulen, die über 7500 Schüler aufnehmen konnten. Er bot ihnen christlichen Glaubensunterricht an. Er selbst ging immer zu Fuß in Sandalen, manchmal 30 Kilometer am Tag, über der Schulter den Bettelsack voller Bücher, meist kleine Katechismen. So besuchte er die Studienzentren und war zum offenen Dialog bereit. In den letzten Jahren litt er an Leukämie. Er starb nach einem letzten Kuss des Kreuzes am 26. Juni 1954, fast 80 Jahre alt. Wie kam es zur Seligsprechung? Auch in diesem Fall ging die Initiative vom Volk aus und kann als ökumenisch bezeichnet werden. Denn schon zu Lebzeiten erhielt Pater Jakob von Gassier Sympathie und Anerkennung. Für seine Verdienste überreichte ihm die Regierung des Libanon 2 Gold- und 3 Silbermedaillen und verlieh ihm den Grad eines Offiziers des Zedernordens. Das Grab des Seligen ist in der von ihm gebauten alten Kirche Notre-Dame de la Mer. Menschen aller Religionen und Nationen kommen zu diesem Grab. Sie sprechen nur von ihrem Abuna Jakob, ihrem Vater Jakob, vertrauen ihm ihre Anliegen an und gehen getröstet nach Hause. Der Libanon hat ein neues geistliches Band gefunden, das alle eint. Solche Persönlichkeiten sind für jede Gesellschaft wichtig. Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.